Hallo, ich bin der Gux. Es geht los. Dem ein oder anderen wird es sicherlich entgangen sein, dass CIG in Kürze, und zwar in sehr baldiger Kürze, ein Free-Flight-Event startet. Und zwar vom 15. bis zum 25. Februar geht's wieder frei raus für alle, die sich gerne damit beschäftigen möchten. Auch hier weist CIG natürlich wieder auf den Referral Code hin. Und da würde ich sagen, wenn du jemanden kennst, der sich dafür interessiert, gib ihm deinen Referral Code. Er bekommt 5000 Credits extra und du bekommst einen angeworbenen gutgeschrieben. Dafür gibt es kleine Gimmicks. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn du dich dafür interessierst und hast niemanden, dann nimm doch meinen Referral Code, der steht unter dem Video. So, also, am 15. geht's wieder los und da werden Massen und Mengen an Leuten, die sich in der Pandemie nicht raustrauen, die werden sich jetzt auf Star Citizen stürzen und werden unsere Server okkupieren. Das heißt, wir werden wieder viele Noobs sehen, wir werden wieder viele Anfänger sehen, die einfach nicht wissen, wo sie hin sollen, wo ihr Schiff steht, wie man startet, warum man erst den Hangar öffnen lassen muss, bevor man an der Hangardecke zerschellt. All solche Sachen. Der Chat wird wieder voll sein mit Fragen wie, wie finde ich mein Schiff? Ja, oder ich stecke fest oder wieso kann ich nicht aufstehen? Alles das, was in einem Einführungsbereich auch fehlt, also in einem Tutorial. Ein Tutorial wäre eine gute Sache eigentlich, damit so die Grundlagen geklärt werden. Ich meine, langsam wird es Zeit für ein Tutorial, ja. Es gibt natürlich diesen Welcome Hub und diese Hilfe und wie geht's und da kannst du dir alles angucken. Aber das durchzuspielen ist ja doch die andere Sache, ja. Um die Leute vielleicht generell auf den Weg zu bringen. So werden wir also wieder Server haben mit Leuten, die sich dafür interessieren. Also, wir wollen sie natürlich willkommen heißen. Aber die Frage ist natürlich auch, warum jetzt? Also meine Frage ist, läuft der Xenos-Thread dann noch? Es sind jetzt nur noch ein paar Tage. Jetzt sind wir noch in Phase 2, Phase 3 vielleicht diese Woche. Ich weiß es nicht genau. Es wird interessant. Ja, also das Video ist hier gemacht 11. Februar, also das ist relativ schnell outdated. Das sind jetzt meine Gedanken dazu. Warum macht CIG immer wieder so Sachen, die so nah aufeinander folgen? Ich habe das Gefühl, dass das Marketing und die Technik da irgendwie so auch ein Gegeneinander hat und wir müssen das unbedingt noch rausbringen und die haben einen Finanzplan und wir müssen die Leute akquirieren. Jetzt haben wir aber gerade erst Xenos-Red drauf. Läuft das Xenos-Red dann noch? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich komme als Free-Flight-Mensch da rein und bekomme dann immer diese Einblendung, so komm jetzt hier nach MIG-L1 und kämpf für uns. Ja, gut, wahrscheinlich interessant, aber auch überfordernd so ein bisschen, ja. Also, naja gut, da kann man zumindest schon mal einen Capital-Chip sehen. Vielleicht ist es ja gewollt, könnte ich mir vorstellen auch, ja. Doch, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also Free Flight Event und wir werden wieder viel Spaß haben auf den Servern. Außerdem, was gibt's noch Neues? Kommt zusätzlich dazu, und ich glaube, das wird ein ähnlicher Zeitpunkt sein. Das Red Festival findet wieder statt. Da werden rote Umschläge überall verteilt, die man wohl das aktuelle Red Festival. Ich weiß nicht genau, wann es startet, aber es wird bald kommen. Da kann man die roten Umschläge suchen und für viel Geld verkaufen. Also ein bisschen viel. Hätte man vielleicht strecken können, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ja, das waren einfach nur meine Gedanken zum aktuellen Stand der Dinge. Ich wünsche euch viel Spaß im Verse und helft den neuen Leuten beim Einstieg, so gut wie ihr könnt. Wir sehen uns im Verse. Alles Gute, euer Gux. Ich bin raus.